Hi, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du die Rechtstexte in deinem Shopware 6 Store pflegen kannst. Grundsätzlich zählen dazu beispielsweise Seiten wie die AGBs oder das Impressum. Diese sind auch bereits schon im Standard vorhanden. Um diese Texte nun anzupassen, schauen wir uns das Ganze mal am Beispiel der AGBs an. Hierzu können wir in der Administration auf der linken Seite auf die Kataloge klicken. Und dort finden wir dann direkt den Unterpunkt Kategorien, welchen ich hier einmal aufrufe. Dort kannst du dann bei dir die Kategoriestruktur deines Shops einsehen. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise einmal Home ausklappen und die Footer-Navigation öffnen, finden wir auch sofort die Informations- und Shop-Service-Seiten unseres Stores. Unter den Informationen finden wir dann im Standard die AGB-Seite, welche wir dort auch direkt durch einen einfachen Klick auf AGB bearbeiten können. Hier können wir dann zunächst die allgemeinen Informationen der AGBs bearbeiten. Das heißt, wir könnten beispielsweise den Kategorienamen ändern. Ich kann jetzt hier einmal Test dahinter schreiben. Oder ich könnte die Kategorie auch vollständig deaktivieren. Wir finden jetzt hier noch weitere Informationen. Diese sind jedoch zur Pflege der Rechtstexte erst einmal nicht relevant. Wenn wir nun die Änderungen übernehmen wollen, können wir einmal hier oben direkt auf Speichern klicken. Alternativ geht das auch mit dem Shortcut Alt-S. Um nun den Text selber zu pflegen, können wir oben in der Navigation der Kategorie auf Layout klicken. Hier haben wir dann zunächst die Möglichkeit, direkt die jeweiligen Texte zu bearbeiten, welche sich in dem Layout selber befinden. Wir können diese aber auch direkt im Designer bearbeiten oder ein neues Layout zuweisen. In unserem Fall haben wir hier schon das Standard-Layout AGB zugewiesen und ich klicke jetzt hier einfach nur noch auf Im Designer bearbeiten, um die Texte oder den Titel zu bearbeiten. Wenn wir jetzt hier in der Übersicht sind, beziehungsweise im Designer selber, sehen wir zunächst einmal oben die Überschrift. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Kategoriennamen, sondern es handelt sich hierbei wirklich um die Überschrift. Deswegen schreibe ich jetzt hier auch einfach mal Überschrift dahinter, damit wir dies hinterher in der Storefront gut erkennen können. Darunter können wir dann Texte pflegen und natürlich auch noch weitere, Blöcke hinzufügen, welche wir mit Inhalt befüllen. Ich passe jetzt hier einfach mal den Text an und schreibe, Text könnte hier stehen. Und dann kann ich meine Änderung auch einfach wieder oben abspeichern über den Button oder mit dem Shortcut Alt-S. Und jetzt können wir uns eigentlich auch schon das Ergebnis der Pflege von unseren AGBs in der Storefront ansehen. Wenn wir uns nun in der Storefront befinden, können wir einmal direkt runterscrollen zum bereits angesprochenen Footer. Und hier sehen wir dann auch direkt, wie in der Kategoriestruktur zu erkennen, unter den Informationen unserer AGBs, wo wir jetzt hier auch schon den neuen Kategorienamen AGB-Test einsehen können. Wenn ich diese Seite jetzt aufrufe, kann ich direkt sehen, okay, hier wurden alle Änderungen übernommen. Wir haben auch hier die Überschrift, welche korrekt angepasst wurde und auch den Text. Vielen Dank fürs Schauen von diesem Video.